Hallo bei Corpus Motum, ich bin Patrick Rudolfer. Die nächste Übung ist der Adler. Wir schauen mal wieder, dass wir die Grundposition reinkriegen. Aufrecht sitzen, wieder nach vorne rutschen am Sitz. Pobacken sind leicht angespannt, der Bauch ist leicht angespannt. Wir richten uns auf, die Beine sind parallel, das heißt, die Füße schauen gerade nach vorne. Wir atmen ruhig und gleichmäßig weiter. Wieder, wenn das schwer fällt, das Atmen, schaut, dass du nicht zu viel anspannst, ein bisschen leichter anspannst, gerade so ein bisschen Spannung im Beckenboden. Dann strecken wir die Hände nach vorne und wir drehen die Daumen nach außen. Wieder aufrichten und dann schauen wir, dass wir schön die Schulterblätter hinten zusammenspannen. Und wir halten die Spannung hinten einfach zwischen den Schulterblättern. Jetzt sollen die Schulterblätter so nach hinten zur Wirbelsäule sich hinbewegen. Wichtig hier aufzupassen, dass wir nicht nur die Arme nach hinten strecken und dass wir hier die Schmerzen haben, was wir oft eben auch bei Übungen im Fitnessstudio oder sonst was eben haben, wo wir dann wirklich die Schmerzen eher oder Spannung in der Schulter spüren, sondern wirklich die Schulterblätter müssen hinten sein. Und da kann es ruhig so sein, dass wir von den Armen her nicht so weit hinten sein. Wenn ihr die Schulterblätter hinten zusammen habt, dann spürt ihr das eh richtig. Und dann tut es aber in den Schultern auch nicht weh oder ist kein unangenehmes Gefühl. Einfach diese Spannung halten, weiteratmen. Und dann haben wir schon eine schöne Dehnung hier auch für den ganzen Brustbereich drinnen. Unterbauch ist gespannt, wir sind aufrecht, die Wirbelsäule ist aufrecht und die Schulterblätter sind hinten. Und die Arme werden sehr bald schon schwer. Wir können jetzt zwei Varianten machen. Im Endeffekt nach vorne und nach hinten geben. Oder es auch langsam, also dass wir eine Sekunde vorne sind und dann eine Sekunde hinten halten. Oder wir bleiben hinten und halten die Spannung hinten. Das ist dann auch dann schön anstrengend. Und wenn es zu leicht wird, einfach mehr anspannen. Die Muskeln mehr spannen, noch ein bisschen spannen, sodass es richtig zum Schwitzen kommt auch. Wenn ihr dann eine kleine Sitzung habt, dann eher nicht. Dann schaut es einfach nur schön kommod halten. Und dann wieder vor und dann locker lassen. Und dann ist schon wieder die nächste Übung gemacht. Bis zur nächsten Übung. Ich bin euer Patrick Rudolfer von Corpus Motum.